Action. Falsche Farbe, Earl Jr. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vielen Dank für diesen freundlichen Empfang. Herzlich willkommen zu Hause. Eine neue Woche hier im Goethe-Center. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, meine lieben Parteifreunde. Das ist der Satz, der passt doch heute, oder? Wie haben Sie das Wahlwochenende erlebt? Waren Sie auch so aufgeregt? Hatte Sie auch aus dem Sitz geschleudert, als Sie das gehört haben? Ich muss sagen, es ist ja klar, ja, alle machen spitze Politik, sie muss nur besser vermittelt werden. Und die Wähler müssen mal kapieren, dass sie nicht gleich immer das Kreuz woanders hin machen, nur wenn mal ein paar tausend Mark irgendwo fehlen. Ja, also, es gibt einen großen Sieger bei diesen beiden Wahlen in Brandenburg und im Saarland, das ist die FDP. Muss man wirklich sagen, Glückwunsch. In beiden Ländern nur 7% Verlust. Ja. Muss ich wirklich sagen, kann sich auch in Ruhe für den Bund weiter aufbauen, weil sie nicht in der Landtagsarbeit verschleißen muss. Und der Vorsitzende Wolfgang Gerhardt, und da hat mich gefragt, kann mir ein Leben außerhalb der Politik vorstellen? Aber nicht wirklich. Das ist fade. Weitermachen. Er hat gesagt, er gehört nicht zu denen, die das Handtuch werfen. Muss man heutzutage auch nicht mehr, es wird gebracht. Schreiner, SPD, winke, winke. Ja. Das gefällt mir immer so, die Wahlhelfer, ja? Die dann wirklich geklebt haben, Plakate, bitte, 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 in Saarbrücken und die dann immer hinten winken und sieht so ein bisschen aus wie Teletubbies auf Ecstasy. Ja? Lala. Es war ja wirklich ein derartiger Jubel im Saarland und ein derartiger Jubel in Brandenburg, als wäre jemand auf den Balkon getreten und hätte gesagt, ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, Ihre Ausreise ist genehmigt worden. Wir sind ja hier ein Deutschlands einziges ernstzunehmendes Politmagazin. Ich sage mal für euch, Kids, die ihr schon wieder Politik verdrossen seid, ja? Jetzt ist es so, wir haben das Parlament heute 50 Jahre gefeiert in Berlin. Und wir haben den Bundesrat. Da sitzen alle drin, die es noch nicht ganz geschafft haben, ja, aber zumindest so gucken können. Wie Roland Koch. Und was muss man sagen, die CDU hat jetzt geile Typen an der Spitze. Oder Peter Müller und Roland Koch. Die Zukunft ist gesichert. Wirklich. Zumindest die von den beiden. Liebe Kinder, ja, nein, ich muss mal erklären. Wir haben den Bundestag und wir haben den Bundesrat. Und das Anstrengende ist jetzt, Gerhard Schröder, unser Bundeskanzler, braucht jetzt in Zukunft auch die Zustimmung des Bundesrates, obwohl dort die CDU die Mehrheit hat. Aber noch viel schlimmer ist, er braucht auch die Zustimmung der SPD im Bundestag. Und das wird sehr viel härter. Ja? Und liebe Kinder, wenn ihr euch das nicht merkt, wenn ihr euch, die SPD hat jetzt in diesem neuen geilen Parteizentrum in Berlin immer zwei so blaue Tische, sieht fast ziemlich aus wie im Weißen Haus, ja? Und wenn ihr euch nicht merken könnt, ihr braucht euch nur den Bundeskanzler merken, ja? Die Männer links oder rechts neben ihm sind entweder gerade zurückgetreten oder abgewählt. Das lohnt sich nicht. Nur den Kanzler in der Mitte, Gerhard Gerd Schröder, unser Bundeskanzler. Den müsst ihr euch merken. So, wir haben heute Abend ein sensationelles Programm, meine Damen und Herren, ein fantastisches Programm und vor allem Sie in Sachsen. Sie werden begeistert sein, weil, ja, weil heute startet hier unsere Kampagne Wir unterstützen Sachsen. So laut! Ja. Ganz
zwei fabelhafte Gäste, zwei außergewöhnliche Frauen. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, hat sich gewundert, gerade vorhin bei der kurzen Begrüßung, dass ich mich noch nie an ihre weichen Lippen erinnere. Wir haben uns mal in einer Ausgabe dieser Show hier geküsst, aber sie hat es nicht vergessen, sie hat es verdrängt. Zu Recht, aber ich werde Sie im 2-Minuten-Takt heute dran erinnern. Sie ist die Frau, die nur Erfolg hat. Nur Erfolg. Wenn sie ein Buch nur plant, sind schon 200.000 verkauft. Jetzt ist ihr neuestes Buch auf dem Markt. Das heißt, sonst noch was. Ja, bekanntes Zitat. Ja, sonst noch was. Am 16. August erschienen heute schon 50.000 Exemplare verkauft. Tolle Schriftstellerin, großartige Kollegin, meine Damen und Herren, und eine strenge Frau, die mich oft und oft von zu Hause brieflich und per Fax tadelt. Lass das! Bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, Elke Heidenreich! Mein zweiter Gast. Mein zweiter Gast, meine Damen und Herren, kennen Sie alle aus der super erfolgreichen Daily Soap der ARD, Verbotene Liebe. Seit einem Jahr spielt sie dort Nina Ryan, eine Frau, die Frauen liebt. Und das ist jetzt bei der ARD erlaubt, meine Damen und Herren. Im Vorabendprogramm mit Anfassen und nach 18.30 Uhr auch mit Zunge. Exklusiv ja, in der ARD, so progressiv ist man von meinem alten Heimatsender. Grüß euch! Sind da noch viele, die ich kenne? Ja! Bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, die Darstellerin der Nina Ryan aus Verbotene Liebe, Freya Trampert. Außerdem mit dabei der Mann, der, glaube ich, demnächst in die FDP eintreten wird. Mein neuer Co-Moderator und Publikumsliebling, Horst Nabtos! Wenn Sie zu den Menschen gehören wie ich, die im Katalog einkaufen. Boah, kein Internet, hab einen Katalog. Hier, bestell mal, was ist meine Größe? Ringe auch, habe ja viel Schmuck und so. Hinten mit dem Pappe so durchstecken. Schön, bequem für mich. Auf dem Land, was soll ich extra nach Köln reinfahren, finde ich keinen Parkplatz. Nein, jetzt noch toller, Quelle. Deutschlands modernstes und geilstes Versandhaus will demnächst Strom aus dem Katalog ja, für Privatpersonen anbieten. Sie wissen ja, Strom für unser eins immer, jetzt ist, müssen wir plötzlich wieder anderswo Strom kaufen, weil alles billiger wird. Ja, und jetzt gibt es gelben Strom von Quelle aus dem Katalog. Und es rufen schon die ersten Hausfrauen an und sagen, hallo, passt das Gelb überhaupt zu meinen Vorhängen? Ich hätte es gerne in Pink. Ja. Nein, meine Damen, den Strom sieht man noch nicht. Er kommt noch aus der Steckdose. Ja. Quelle gewinnt diesen Strom total umweltfreundlich. Und zwar, er wird abgezapft bei den Mitarbeitern, die die Acrylpullis einpacken. Wenn Sie in Zukunft auch billigen Strom bei Quelle kaufen, ja, dann achten Sie bitte drauf, falls die Beschreibung von neuer Steckdose nur russisch ist. Nicht, dass da was passiert, oder? Aber ich finde es toll. Man muss wirklich sagen, das ist die Zukunft. Es gibt den Strom für die Waschmaschine aus dem Katalog. Es gibt den Strom für das Bügeleisen aus dem Katalog. Es gibt den Strom für den Herd aus dem Katalog. Für alle die Geräte, genau wie die Frau, die sie bedient. In England, das ist doch mal eine Meldung, in England kann man jetzt in einem Kaufhaus in Essex eine Messe feiern. Ein Gottesdienst wird abgehalten. Wissen, Kaufhaus, ja, das große Gebäude hinter den zwei Zeugen Jehovas. Ja. Da gibt es eine Messe. Gebeichtet wird ja schon viel in unseren Umkleidekabinen vor allem. Ja? Na gut, eigentlich habe ich nicht 36. Ich habe, muss ich wirklich zugeben, im Supermarkt beten gelernt. Lieber Gott, bitte gib, dass die Alte vor mir jetzt nicht sagt, Moment, ich hab's passend.
eben außerhalb der Politikforschung. Demnächst gibt es auch spezielle Gottesdienste im Baumarkt für Heimwerker, wie man einen Balken aus dem Auge des Bruders entfernt, wenn man selbst einen drin hat. Themengottesdienste. Ja? Auch in englischen Kaufhäusern gibt es die Hölle übrigens. Ganz unten mit der Rolltreppe heißt Lebensmittelabteilung. Ja. Und, Moment, ein großartiger Kollege von uns, Heiner Bremer, wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn, Mr. Nachtjournal bei RTL, hat einen Anpfiff bekommen, und zwar von Hans Ma, von Dr. Hans Ma, dem Chefredakteur, dem politischen Chefredakteur von RTL. Und zwar Heiner Bremer hat, Zitat, um eine berufliche Herausforderung zu erleben, Zitat Ende, Hörfunkspots für einen großen Möbelmarkt aufgenommen. Nicht bei RTL, zurückgepfiffen. So streng bei uns, statt eins, wirklich Werbung. Also man ist schon mal froh, wenn keiner Werbung in der Sendung macht. Ja? Nein, bei RTL nicht. Muss man sagen, Heiner Bremer, keine Werbung für Möbelmärkte, gut, er macht ja schon nachts um 12 Werbung für Matratzen. Ja? Aber, man ist konsequent. Dr. Hans Ma. Dr. Hans Ma ist sehr konsequent, sonst macht ja auch niemand Werbung bei RTL, oder? Was weiß ich, Katja Burkhardt, Punkt 12. Schon mal gehört, dass sie Werbespots macht für Esso, Hasseröder, Sanostol? Nein. Ganz klare Spielregeln für alle. Und hätten Sie das gedacht, in Hollywood braucht man kein Abitur, um ein großer Star zu werden, man braucht nicht mal einen Schulabschluss. Ja? Stars wie Cher, Nicolas Cage, Demi Moore, Sean Connery mit 13 Jahren, wissen James Bond, die Schule abgebrochen. Stört uns doch nicht, oder? Hauptsache, sie sind gut im Film. Es fällt ja den meisten Stars in Hollywood überhaupt erst auf, dass sie keinen Schulabschluss haben, wenn sie einen brauchen, der ihnen den Haftbefehl vorliest. Wow. Wait, yeah. What does it mean? Drugs? Prostitution? Huh? Ja, ich meine, muss wirklich sagen, wenn es etwas nützt, ja, dass man die Schule abbricht, dann ist hier Köln-Mülheim eine riesige Talentschmiede. Hollywood! Auch rein. Unsere Hollywood-Stars, meine Damen und Herren. Wir sind in unser großes Filmarchiv gegangen und haben das nachgeprüft. Und tatsächlich, die Stars, sie sind längst nicht so clever, wie man glaubt. Hollywood, fruchtbarer Schoß für Stars, Megastars, Kinolegenden und Leinwandgötter. Sie sind wunderschön. Sie haben Stil und Klasse. Sie bewegen unsere Herzen und unsere Geschlechtsteile. Hollywood-Stars sind einfach prima. Allerdings haben sie einen Haken. Sie sind alle steindumm. Trommeldoof. Weil kein Schulabschluss. Sie können weder rechnen noch lesen und haben enorme Sprachschwierigkeiten. Doofes Hollywood Beispiel 1. Das Schweigen der Lämmer. Der grausam geniale Hannibal Lecter, gespielt von dem Oscar-prämierten Edeldarsteller Anthony Hopkins. Sie glauben, wenn Catherine lebt, würden Sie nie wieder im Dunkeln aufwachen durch dieses grauenhafte Schreien der Lämmer. Bis diese düster morbide Szene einigermaßen saß, benötigte der blöde Hopkins über 74 Takes. Sag mich mal, was mich interessiert, Dave. Sind die Ziegen immer noch am Keifen? Ja, Fräulein, hörst du die Schäfskis immer noch brüllen? Doofes Hollywood, Beispiel 2. Spiel mir das Lied vom Tod. Henry Fonda brilliert als bitterböser Revolverheld. Na komm, spiel mir das Lied vom Tod. Von wegen, der Mann war dumm wie ein Schlauch und kämpfte 3 Drehtage mit diesem Satz. Na komm, spiel mich dem Lied vom Sterben. Doofes Hollywood, Beispiel 3. Die 10 Gebote. In dem Bibel-Epos schoss Flachbirne Charlton Heston als Moses glatt den Vogel ab. So, meine Herren, ich habe hier 6 Verbote für euch, die sind amtlich. Hallo Sportsfreunde, hier auf den 5 Tafeln steht, was hier backen ist. Aufgepasst, wenn ihr nicht tut, was hier auf der 8 Tafel steht, tritt ihr in die Eier. Fazit, der ganze ungebildete Hollywood-Haufen sollte sich was schämen. Nix im Korb, aber Millionen kassieren. Das haben wir gerne, die Schweine. Ja. Klare Worte, meine Damen und Herren. Unser Leben des Monats. Stanzi Kolanigge, der neue Superstar bei TM3. Bald geht's los mit der Champions League. Selten hatten wir bei uns im Team so viel Freude wie an diesem Montag. Meine Damen und Herren, wie immer haben wir uns den Spiegel vors Gesicht gehalten, um
Intellektualismus anzutäuschen. Und plötzlich, schauen Sie, plötzlich sehen wir das hier. Haben Sie es auch gesehen? Schauen Sie mal, diese Fotos kannte man doch früher. Die hingen auf der Post, ja, oder an Bushaltestellen. Vorsicht, diese Menschen sind brutal, machen sofort von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Früher, früher. Und heute sind diese Menschen Teilnehmer einer sensationellen Aktion, die Sie hier unten sehen. Und hier steht es, Sachsen für Sachsen. Eine Initiative sächsischer Bürger im Unternehmen, aber einfach bitch. Es ist toll. Es ist großartig. Es ist das Beste. Schauen Sie, werden Sie jetzt wundern, wie kriege ich den Spiegel so hart? Ja, viel streicheln. Ja, dann können Sie auch so hinstellen. Aber Sie kennen es ja aus den Kochsendungen. Wir haben schon ein bisschen was präpariert. Dieser Spiegel steht hier, damit Sie schön sehen können. Und hier habe ich den Spiegel für mich, damit ich auch weiß, worum es geht. Ich will doch auch was davon haben, oder? So, stört sich so ein bisschen Töle, wenn ich beleidigt bin? Nein. So, meine Damen und Herren, jetzt schauen Sie mal zum Beispiel Sachsen für Sachsen. Dynamische junge Sachsen. Der erste Sachse ist Günther Fischer aus Leipzig. Jawohl, Günni. Super. Schön, dass du mit dabei bist. Und Günni. Also, nee, also wirklich. Und lesen wir, was der Günni sagt. Sachsen denken zwar langsam, aber gründlich. Und vor allem immer mit dem Kopf. Jawohl. So, gehen wir eine Zeile weiter. Tiefer, da kommt Walter Eckhold aus Dresden. Sieht man schon, lockerer Typ. Hat auch einmal Humor, ne? Schön, dass du auch mit dem Soli-Zuschlag dir was Schönes gekauft hast, Walter. Dafür überweise ich gerne jeden Monat fische Mütze, muss man sagen. Was sagt Walter? Sachsen ist spitze. Spitze Menschen, spitze Kultur, spitze Wirtschaft, spitze Bier. Mein Land. Was habe ich? Jahre. Jahre habe ich vergeudet, wirklich in Drittwelt- und Schwellenländern wie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Sachsen, das ist mein Land. Denn dort wohnt zum Beispiel Helene Kaiser. Wieso? Was gibt's da zu lachen? Helene Kaiser unterstützt. Habe ich zum letzten Mal bei Edith Zimmermann gesehen, glaube ich, so ein Foto. Helene Kaiser aus Leipzig unterstützt die Aktion Sachsen für Sachsen mit den Worten: Ich finde Sachsen gut, weil sich seit der Wende viel verändert hat. Farbigere Häuser machen nettere Städte. Also mein Satz vom Herzen. Richtiger. Farbigere Häuser, oder? Das ist doch mein Reden. Horst! Ist doch mein Reden seit der Wende. Vergiss die Renovierung, streich es an. Mal ein bisschen Farbe drauf. Ja? Und gleich daneben finden wir Klaus und Anni Richter aus Schwarzenberg. Sie haben sich das Geld für den Aufbau gespart und nur Klaus aufs Foto genommen. Klaus und Anni Richter, das ist so ein Bord, wo gerne mal ein bisschen Kuchen hängen bleibt am Wochenende. Und Mutti macht dann Klaus, Fadi. Im Café, habe ich recht? Wann will ich sagen, wisch doch mal ab. Nee, Fadi. Fadi, was ist denn? Fadi. Ja. Und sag mal, was Klaus Richter sagt. Klaus, in Sachsen könnten meine Frau und ich zusammen 80 Jahre unseren Lieblingsberuf, Deutsche Bahn, ausüben. Vorbild. Horst. Ein Thema für uns. Das ist sensationell. Erstens mal Lebensarbeitszeit 80 Jahre. Sehr vernünftig, Herr Riester. Nehmen Sie mal Klausi auf die Wahlplakate. Und Beruf Deutsche Bahn. Mal Lok, mal Schaffner, aber immer Deutsche Bahn. So, jetzt kommt Frau Ursula Richter aus Glauchau. Uschi, wie wir sie nennen. Uschi schenkt uns in der Kampagne Sachsen für Sachsen folgenden Satz. Hier wird nicht lang geguckt, sondern in die Hand gespuckt. Wir lang dir nicht viel, schöne Sachsen ist das Ziel. Jawohl! Uschi. Uschi, pass mal auf, Uschi. Komm mal her. Uschi,
Hier wird nicht lang geguckt und in die Hand gespuckt. Das war bei Honey. Ja? Jetzt heißt in die Hände. In beide. Verstehst du? Und dann wird rangeklatscht. Ne? Links spucken, rechts aufhalten, geht nicht mehr. Richtig, beide Hände und dann wird aber aufgebaut, mein lieber Mann. Das ist Brumm. Und jetzt, jetzt kommt mein Lieblings. Ich brauche schon was für die Hände vorab, meine Damen und Herren, denn jetzt kommt Dietmar Uhle aus Chemnitz. Und er ist ein, also ich muss sagen, er ist ein Charmeur. Er flirtet gern. Da wird auch mal gebüsselt. Ne? Und lesen wir, was Dietmar sagt. Nirgendwo sehe ich so viele hübsche Mädchen wie hier in Chemnitz. Das gibt's nicht mal in Budapest. Ja. Du hast ja so recht, Dietmar. Du hast ja recht, ich war ja auch da, Dietmar. Die Weiber in Budapest sind ja scharfer wie Paprika. Wirklich. Aber warte mal, bis du erst mal in Bangkok warst. Ja. So, jetzt kommt Lore Scheibe aus Radebeul. Sie reimt. In Sachsen fand ich mein großes Glück. Einen lieben Mann, drei Kinder, wie nett und immer ein reizvolles Ehebett. Danke. Und es ist großartig. Wir können Ihnen, das ist ungefähr nur ein Drittel, was wir zeigen können. Aber es ist so sensationell gut, ja. Wirklich, besonders diese Annonce, es lohnt sich. Denn der krönende Abschluss, Hanna Albrecht aus Riesa. Unglaublich, ja. Hat nichts mit Salzsäure und Aspik zu tun, meine Damen und Herren. Sondern Hanna Albrecht sagt, ich finde Sachsen gut, weil es viele heiße Sommertage gibt, an denen mich ein Bad im Wasserfass erfrischt. Anne, ah, hast du ja recht. Das ist toll. Anne, wir verstehen dich. Ein Bad im Wasserfass. Und was glaubst du, wie geil es wird, wenn du erstmal eine Wanne hast? Ja. Wirklich, also. Super. Super. Und du wirst es, meine Damen. Wir sind hier nicht die Show der großen Worte, wir lassen Taten folgen. Hier ist die Telefonnummer. Ich sag's mal zu Hause, wenn Sie auch mitmachen wollen. 0351 Vorwahl und dann 866 0066, das ist die Telefonnummer. Da können Sie die Aktion, also Sachsen für Sachsen, unterstützen. Ich rufe mal an. So. 0351 866 0066. Wahrscheinlich gehen wir mehr direkt da. Ah, das ist Amt. Guten Tag, hier ist das Büro der Initiative Sachsen für Sachsen. Zurzeit ist unser Büro leider nicht besetzt. Wenn Sie uns eine Nachricht erlassen wollen, sprechen Sie bitte nach dem Signal. Hallo, hier ist Harald Schmidt von der Harald Schmidt Show. Ich finde eure Aktion super. Und ich bin zwar kein Sachse, aber alle wir hier wären gern Sachsen. Mit dem berühmten Satz von John F. Kennedy, ich bin ein Sexy. Ja, dai, weiter so. Sachsen! Meine Damen und Herren, mein erster Gast ist nicht nur eine großartige Kollegin, sondern eine wirklich unglaublich erfolgreiche Schriftstellerin. Das hier ist ihr neuestes Buch. Sonst noch was, wie immer ein Buch, das zunächst mal vielleicht aussieht wie für die Kinder, aber eigentlich ist es ein Buch für Erwachsene. Und ich werde ihr gleich die aktuellen Verkaufszahlen entgegensteuern. Es ist unglaublich. Erst vor wenigen Monaten war sie auf den Bestsellerlisten mit Am Südpol, denkt man, ist es heiß. Und jetzt das hier, der zweite große Erfolg. Und wem das nicht reicht, für den hat sie noch dieses Spiel hier erfunden. Kühlschrank Poesie. Das ist wirklich ein tolles Spiel, was viel frische Wind in manche Beziehung bringen kann. Herzlich willkommen, Elke Heidenreich. Horst, wird weiter. Wir kennen euch noch gar nicht, ne? Woher denn? Ja, was kann ich denn sagen?
Das ist süß. Ein süßer Hund. Ja, das habe ich angezogen, weil du ja Hunde immer nicht leiden kannst. Und irgendwie will ich dich doch langsam dran gewöhnen. Ich kann Hunde leiden. Darf ich mal was zu Horst sagen? Ja. Horst, auf dich bin ich sowas von sauer. Ich habe noch jahrelang Talkshow gemacht. Und ja, ich hatte immer Horst eingeladen. Und ich habe mich auf dich vorbereitet wie auf einen Weltmeister. Du hast nie ein Wort gesagt. Ich konnte fragen, was ich wollte. Horst hat geschwiegen. Und hier quasselt er wie ein Wasserfall. Du kannst mich mal. Und ich möchte, dass Horst, wenn wir reden, rausgeht. Schick ihn raus. Horst! Raus, so, aber nur raus, nicht nach Hause. So. Beim nächsten Gast kommst du wieder rein. Raus, Horst. Schäm dich. Vielen Dank. Der wird, ich bin zu müde. Unglaublich. Raus, Horst. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich verstehe auch gar nicht, wieso du dich mit dem abgibst. Ja, ich meine, ich habe ihm viel zu verdanken. Ach, Horst ist doch eine Flasche. Nein, du, er wäscht meinen Wagen, er macht viel zu Hause, er kümmert sich. Wir haben ihn immer eingeladen und nicht so saß er da und glotzt und guckt und winkte immer nur mal in die Kamera. Ja, aber gut, das war eine Zeit. Und jetzt sitzt er hier, ich denke, ich sehe nicht recht. Ja, aber das ist oft so. Wie viele Menschen gab es früher, die nur in die Kamera gewinkt haben, jetzt sitzen da. Ist schon besser geworden, ne? Du hörst es nicht gern, lass es mich noch dreimal sagen. Ich höre es so gern. Du bist wirklich, und ich knie vor dir, dieses Buch 60.000 Mal verkauft seit dem 16. August. Das schafft nicht mal Reich Ranitzky. Ist es möglich? Mit der Biografie. Ja. 160.000 Mal, aber länger raus. Hier. Es ist ja auch ganz klein und dünn. Was denn klein und dünn? Es ist ja nur ein kleines, dünnes Buch. Das kann man ja ganz schnell lesen. Vielleicht verkauft sich das leichter als so ein großes, dickes. Daran habe ich aber nicht gedacht. Ich glaube, dass du wirklich bei den Leuten mittlerweile so einen Ruf hast als Autorin, dass sie sagen, Heidenreich kaufe ich prinzipiell jedes neue Ja, Buch. Kann sein. Und die sind ja auch nie enttäuscht, sonst würden sie das nächste nicht wieder kaufen. Und es sind so schöne Bilder drin von Bernd Pfarr diesmal. Nicht der Maler, mit dem ich sonst immer gearbeitet habe, Quint Buchholz, sondern mal ein anderer. Hat das Gründe? Nö, einfach weil das hier zu gut passte. Sie sind beide inzwischen meine Freunde und beides tolle Maler. Ich muss dich wirklich bitten, es ist ja auch ein sehr persönliches Buch. Eigentlich ja, aber ich glaube, dass alles, was man schreibt, irgendwie auch persönlich ist. Aber das hat natürlich auch einen sehr persönlichen, privaten Anlass. Deine Mutter ist gestorben? Ja. Und, während ich diese Geschichte geschrieben habe, und meine Mutter war eine sehr energische Frau, sie ist 90 Jahre alt geworden, da darf man dann allmählich sterben. Und sie hat immer gesagt, das war ihr Lieblingssatz ihr Leben lang, ja, sonst noch was. Wenn ich als Kind ein Eis wollte oder so, sonst noch was. Darf ich heute ins Kino? Sonst noch was. Ja. Und darum habe ich dieses Buch Sonst noch was genannt, sie hat es aber leider nicht mehr mitgekriegt. Aber du hast es ihr gewidmet? Ja. Ja. Und jetzt? Weil sie kann ja im Himmel, kann sie ja lesen, hat sie ja Zeit. Natürlich. Ne? Das ist ja, sonst noch was, ich höre es schon. Und du bist ja auch eine begeisterte Vorlesetour. Ja, ich gehe gerne auf Lesereise. Ja. Du nicht mit deinen Büchern? Du hast keine Zeit. Nein, aber es ist schon so lange her, dass ich die alten Texte zusammengekloppt habe im Taschenbuch. Also, aber es macht Spaß. Ich habe es auch gemacht, ja. Aber es ist natürlich war das nicht schön? Doch, aber es ist natürlich auch sehr anstrengend, weil es ist dann, die Leute kommen und dann wollen sie Autogramme und der Buchhändler passt so auf und es ist sehr eng in diesem Buchhandlung. Also es ist wahnsinnig schön, aber anstrengend ist es, aber es macht großen Spaß und man will ja auch gucken, was sind das für Leute, die die Geschichten lesen und die mögen und so. Ich mache es sehr gerne, ja. Und sind das Leute, wo du sagst, Donnerwetter, sympathisch, oder sagst du, naja, lassen wir ein bisschen beides sein? Beides. Ich staune auch manchmal. Manchmal kommen auch Leute, die sagen, ich kann sie gar nicht leiden, aber ihre Geschichten lese ich ganz gern. Ja. Das passiert auch. Das kenne ich auch. Bei mir heißt der Satz, früher fand ich es gut. Ja, aber jetzt, aber jetzt. Aber am schlimmsten sind eigentlich die, die kommen und sagen, also Frau Heidenreich, Sie schreiben mir immer so nette Geschichten, da muss ich Ihnen mal was erzählen. Also unsere beiden kleinen Töchter, nicht wahr? Wir haben so ein kleines Bäumchen im Garten. Und letztes Jahr im Winter lag auf der Tanne Schnee. Und da haben meine kleinen Töchter gesagt, Gott, die Tanne friert ja, Mama. Und haben der Tanne ein Mützchen aufgesetzt. Oh. Darüber müssten Sie mal schreiben. Und dann wäre ich immer am liebsten tot. Ja, aber und ich schenke Ihnen das. Ja. Ich will gar kein Geld. Ja, ich schenke das. Ich habe einen Spruch für Sie. Ja. Ich bin auch wie Sie, wie ein knippig, schräger Typ. Also, guck mal hier, das Bild haben wir ja, wir haben die Bilder auch schön eingespeichert, damit wir die richtig schön, schön zeigen können. Und bitte liest doch ein bisschen was vor, weil du machst es auch, du lässt dich immer ein bisschen drängen, aber du machst es gerne. Nein, ich mach's gerne, ich lass mich gar nicht drängen. Doch, man muss vielleicht erzählen, es ist wirklich eine ganz kleine Geschichte. Es geht darum, dass ein kleines Mädchen im Ruhrgebiet immer was mit den Bronchien hat. Und solche Kinder werden ja immer verschickt aufs Land. Und dieses Kind will nun unbedingt zu seinem Onkel Hans in den Westerwald. Der hat da einen kleinen Bauernhof. Und die Mutter sagt, was sagt sie? Na, was wird sie sagen? Sonst noch was. Und sie schafft es aber doch, dahin zu fahren, diese Elfjährige. Und trifft im Zug eine Frau, Roswitha Ganzauge. Und die sagt ihr, dass Tiere eine Sprache haben. Und wenn man nur richtig zuhört, können Tiere sprechen. Und das kleine Mädchen kommt jetzt auf diesem Bauernhof an und stellt fest, es stimmt, es kann mit den Tieren sprechen. Und wenn ich dann was vorlese, mache ich vielleicht aus der Ecke ein bisschen was? Ja, soll ich? Da haben wir auch die Bilder. Also gut.
Also sie begrüßt alle diese Tiere, die da sind. Die Hühner heißen übrigens wie alle meine Freundinnen, Helga, Christel, Monika und Caroline. Ich grüße euch. Das habe ich erkannt. Die haben immer gesagt, ach, schreibt doch mal über uns. Nur sind sie drin in der Geschichte als Hühner. Und wehe, du hättest eine vergessen. Ne? Wehe, ich hätte eine vergessen. Ich habe nachgezählt, sie sind alle. Und mein Freund, der Maler Quint, ist auch drin. Ja. Und der kräht, das ist ein Hahn, der immer um 5 Uhr schon kräht. Und das Kind sagt, kräh doch nicht immer um 5. Und er sagt, nennt mich Octavian und ich krähe um 8. Also sie sind alle drin. So, und hier ist nun ein Erwin, ein Esel, der Erwin heißt. Erwin, iate der Esel, so ein Unfug. Ich bin 15 Jahre alt und immer hieß ich Igor. Und jetzt auf einmal soll ich Erwin heißen. Du solltest ihn Igor nennen, Onkel Hans, schlug ich vor. Und Onkel Hans sagte, Igor, warum? Findest du Erwin nicht schön? So hieß ein Arbeitskollege von mir und der war ein ziemlicher Esel. Versuch's mal, sagte ich. Und Onkel Hans kraulte den Esel zwischen den Ohren, komm her, und sagte, da bin ich jetzt wieder recht, ja. Du bist der Esel. Möchtest du lieber Igor heißen? Ja. Der Esel schlug heftig mit dem Schwanz, das ist jetzt seine Rolle. Ruckte den Kopf zu Onkel Hans herum, sah ihn mit seinen melancholischen Augen an und iate laut. Tatsächlich, sagte Onkel Hans, du hast recht, der will lieber Igor heißen. Na, dann nennen wir ihn eben Igor. Und er brüllte dem Esel ins Ohr, also Erwin, ab sofort heißt du Igor. Igor. Und der Esel schrie laut. Was sagt er, fragte mich Onkel Hans und ich antwortete, dass du nicht so schreien musst, er ist ja schließlich nicht schwerhörig. Onkel Hans setzte sich ins Gras und lachte. Du kommst mir ja hier gerade recht, sagte er. Bist kaum da, schon erzählst du mir, was meine Tiere denken. Das ist ja eine tolle Sache. Das fand ich auch. Und so geht's weiter. Und so geht's weiter. Sonst noch was. Was? Jede Mutter hat schon glückliches Glück. Ja. Haldemar. Haldemar. Hat Daniel mal gesagt? Ja, Haldemar. Mach mal einen Punkt. Und Harald, hast du Schuhe an? Ja, das ist schön. Harald, hast du Schuhe an? Das hat mir sehr gefallen. Harald, hast du Schuhe an? Ja. Das hast du mal erzählt, wie du von einem Besuch bei deinen Eltern kamst. Harald, hast du Schuhe an? Ich bin rausgegangen, zu Schuhe an. Und Harald, hast du Schuhe an? Ja. Das ist ja verständlich. Ja. Frau Schmidt, er hat Schuhe an. Da wird meine Mutter sagen, siehst du, die Frau Heidenreich, also sie hat ja, weißt du, was meine Mutter sagt? Die hatte eine dermaßen Gosch. Ach, ja? Und du weißt aber, dass das ein... Aber Frau Schmidt, ist schon besser geworden. Nee, das ist ein großes Lob. Also. In Schwaben. Ah, ja. Diese schnell... Ja, kennst du das nicht? Das ist ein Schwertgosch. Schnell in der Reaktion, schnell im Umsetzen, seit du damals in, wo war das, Suhl, zum ersten Mal das kommentiert hast. Ja, als Else Stratmann. Ja. Das Leben ist so schnell vorbei, wenn man auch noch langsam redet, kommt man ja gar nicht vorwärts. Also ich bin immer fürs Schnelle. Ja. Ja. Das ist nicht so mit dem Langsamen. Und wir sind ja beim Südwestfunk gewesen, du ja auch. Ha ja, Baden-Baden damals. Ah, die sind so langsam, das, das war eine schöne Zeit. Ah, ja. Oder? In Baden-Baden. Ah, Herr Schmidt, habe ich Sie nur eine Fahrkarte für die Quittung? Ja. Habe ich oft zweimal abgerechnet, die gleiche Karte. Ja. Aber das verstehe ich nicht. So. Jetzt. Gleich, ordentlich spannend. Das sieht schon mal toll aus. Ja, das ist nun ganz was anderes. Ja, ganz anders. Sag mal ganz kurz, was ist das mit der Kreuzfahrt? Das finde ich ja ein Riesending. Kreuzfahrt? Ja, du machst eine Kreuzfahrt? Ach du lieber Gott, ist das schon wieder rum? Nein, alles ist rum. Nein, ich habe in einer meiner vielen Brigitte-Kolumnen mal über Kreuzfahrten geschrieben und mich lustig gemacht. Weil früher war eine Kreuzfahrt so was ganz Beschauliches. Man zog sich nett an, aß am Kapitänstisch und ansonsten lag man auf Deck und las. Ne? Ja. Heute fahren die spielen Golf auf diesen Kreuzschiffen, wusstest du das? Unglaublich. Die spielen Tennis, also dass sie nicht Bungee-Jumping von der Reling machen, ist glaube ich alles. Machen auch Gäste, aber... Die brettern mit ihren Skateboards. Und dann habe ich so in der Kolumne vorgeschlagen, sollen doch alle die Wahnsinnigen, die unsere Fußgängerzonen immer unsicher machen. Sollen die doch alle Kreuzfahrt machen, dann haben wir wieder Ruhe. Ja. Die bauen doch jetzt, glaube ich, gerade ein Schiff dreimal so groß wie die Titanic. Na wunderbar, nur alle drauf. So, und dann schrieb mir eine Firma, die solche Kreuzfahrten macht, ob ich nicht mal Lust hätte mitzufahren. Und dann dachte ich, ich soll an Bord da den Molly machen, die Leute unterhalten. Das mache ich ja schon die Tagesaussprecher. Ich soll lesen, ich soll wirklich was vorlesen. Also nach dem Essen kommt die Märchentante und liest was vor. Und dafür darf ich mitfahren. Und ich habe mir die kürzeste Route ausgesucht, die es gibt, weil ich will es einmal erleben. Ja. Ich habe eine Heidenangst vor Schiffen. Ja. Komisch, also vom Fliegen überhaupt nicht. Die Leute haben ja immer Angst vom Fliegen. Wenn ich in der Luft bin, bin ich vergnügt. Aber auf dem Schiff, wenn ich mir vorstelle, unter mir sind jetzt ein Haufen Quallen und Haie und irgendwie 300 Meter tief und dunkel. Und weißt du, und vor allem, wenn ein Flugzeug runterfällt, ne? Adieu. Aber wenn ein Schiff, guck dir das an mit der Titanic, wir haben es ja gerade gesehen, dann schwimmst du da im Eiswasser rum und sie knabbern dir schon. Ach, und dann singt, wenn ich Pech habe, auch noch Céline Dion. Also nein, das ist ja ganz Und du fährst von wo nach wo?
Ich weiß noch nicht. Also. Hast du ein Niveau? Wir sind noch so am Verhandeln. Aber dass du das schon wieder weißt. Ich weiß es. Wir machen diese Reise auch. Ehrlich? Ja, wir machen die Reise auch. Du machst das auch? Ja, für die Show. Machst du auch an Bord den Affen? Nein. Ach, ist das komisch. Das ist doch für... Warum machst du das denn? Weil ich einen Reisebericht drehen möchte, wie das ist, mit dem Schiff von Europa nach Amerika zu fahren. Ich mache das auch. Southampton, New York. Und du fährst du Southampton, New York oder fährst du die umgekehrte Tour? Ich fahre New York, Southampton. New York, Southampton. Vorher nach New York, kaufe mir Abendkleider. Man muss ja am Tisch immer Abendkleider anhaben und all so. Selbstverständlich. Da kaufe ich mir dann lauter so Sachen. Ja. So billige, preiswerte. Ja. Und weißt du schon wann? Ich glaube, jetzt in einem Jahr ungefähr, wenn das alles so klappt. Um diese Zeit, das ist das Günstige. Die haben die großen Stürme. Ich muss ein Schiff haben, auf dem deutsche Menschen sind. Ja. Ach, sind da die großen Stürme? Nein, du, und es ist absolut... Okay, leck es mich ist, nee, du, na ja, es ist absolut spitze, weil das Tolle ist, ich habe schon diese Beschreibung gelesen, einmal war eine 30 Meter hohe Welle. Ach, hör doch auf. Ja, über das Schiff an der Küste von New England. Und nur eine kleine Delle, stell dir vor. Und das zweite wichtige Wort heißt Grundberührung. Oh, als wir schön. Grundberührung von Massachusetts hatten, zwei Weinflaschen gewackelt, mehr nicht. Grundberührung. Du wirst also das begeistert will ich eigentlich alles gar nicht. Ich mache es als Mutprobe. Ich will einmal in meinem Leben auf so einem Schiff sein. Absolut. Ich will das mal gesehen haben, Absolut. Wie man alles einmal machen möchte. Es ist ein Traum. Und ich fürchte mich jetzt schon. Aber, nee, es ist toll. Durchschnittsalter 54, überwiegend Amerikaner. Ja. 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 Das doch, geht doch noch. Ich dachte 74. Ich hatte mir das nee, das sind die Deutschen. Also. Naja. Also toll. Wir werden sehen. Ich erzähle dann danach. Das hast du wieder einen Grund, mich einzuladen, erzähle ich von dir. Ich habe immer einen Grund, dich einzuladen. Jetzt lass uns dieses Spiel hier. Dieses Kühlschrankspiel hat mich sehr fasziniert, weil es ist für Menschen, die zusammenleben, Paare, sich nichts Passanten, mehr zu, die sagen, sich nichts mehr zu sagen haben. Man zieht diese Dinger hier, sind magnetisch, ja? Ja, das musst du dir vorstellen, so wie eine Tafel Schokolade. Guck mal, knack, knack. Ja. Die kann man alle auseinander machen. Das sind alles einzelne Wörter. Ja. Und mit den Wörtern kannst du dann an deinen Kühlschrank pappen. Du bist der Blödeste, dennoch dein Ohr ist schön. Oder so, irgend sowas. Was weiß ich. Also man kann sich Liebesbotschaften, Liebesgedichte, man kann auch sagen, Schnaps ist alle. Wir haben hier ein paar Buchstaben. Aber wir haben hier ein paar Buchstaben. Das heißt, so eine Kühlschranktür. Hier, eine Kühlschranktür. Und machst du das zu Hause? Du machst so Botschaften? Ja, ich mache so Botschaften. Also, ja? Ich lasse zum Beispiel einfach das leere Butterpapier drin liegen, das heißt, kauf neue. Ach so, ja, kann man auch. Geht doch mal rein. Nee, das war, das gibt es schon. Der Verlag hat dieselbe Packung in Rot schon mal gemacht mit den klassischen Küchenbotschaften. Ja, hier zum Beispiel. Und dies ist jetzt speziell für Liebe. Für Liebe. Da haben mein Mann und ich uns ein Wochenende hingesetzt mit lauter Anthologien, Liebesgedichte und haben gebastelt, welche Wörter braucht man. Nimm ist immer gut bei der Liebe. Gib ist auch gut. Harald, mach auch mal gib. Ja, okay, nimm ich, hast recht. Nee, nur mach mal. Nimm mich. Nimm ich. Ja, und Satzzeichen gibt es keine. Ja, du hast nicht alle. Also ich. Nimm ich. Gib fehlt bei mir. Ich. Wo ist das denn? Weiß ich. Ich häng, kannst du ja machen. Nimm ich, ich häng. Ich häng prächtig. Mach doch, ich häng prächtig. Ist das eher? Oder? Okay. Ist ja gut. Es ist aber. Mach du auch mal einen. Du, aber es ist nicht direkt was für Hektiker, oder? Nee, ohne... Wie seid ihr drauf gekommen? Wir haben Liebesgedichte angeguckt und haben gedacht, was dichten sich die Leute so? Ach du mein Herz oder so. Ja. Ohne dich ist... Ohne dich... Pass auf, man kann auch so kombinieren. Ohne dich prächtiger könnte ich jetzt machen, ne? Ah ja, dann machst du prächtig und dann er. Ja. Guck mal, aber ist das nicht auch eine Quelle für sehr viel Streit? Da fehlen schon wieder Buchstaben. Alter, verändert Buchstaben. Ohne dich prächtiger. Du hast sie wieder alle runtergefallen. Pass auf, ohne dich prächtiger ist alles. Das ist aber jetzt Literatur, du. Ist alles Scheiße. Oder, ohne dich prächtiger, hier ist Scheiße. Sollen wir Scheiße machen? Ohne, oder dunkel, ist alles dunkel. Ist dunkel, ist poetischer. Sagt deine Mutter wieder die Heidenreich. Nee, die meint das poetisch. Jetzt habe ich was Falsches gesagt, aber meine Mutter meint das wirklich. Ja, deine Mutter hat mich Nein! Ich kann es wieder nicht mehr. Ja. Nein, ich kann wieder nicht nach Hause kommen. Nein, du weißt, wie das meint. Was sagt denn deine Mutter, wenn du von meinen weichen Lippen erzählst? Wir haben uns nie geküsst. Ich wollte noch mal drauf kommen. Meine Mutter. Ich habe dich noch nie geküsst, mal hier so. Nächstes Mal besorge ich das Band. Meine Mutter sagt immer zu mir: Harald, bitte nicht jeden Abend diese Wörter. Ach so. Ja, dann machen wir das jetzt nicht, Frau Schmidt. Du weißt, welche sie meinen. Also. Niep, niep und. Ohne dich prächtiger ist alles dunkel. Ist doch schön. Ja, guck mal an. Also man kann sich alles da zusammenbasteln. Und es sieht wirklich schön aus in diesem Kühlschrank. Ja, und man kann es auch schön verschenken. Wenn du wiederkommst nach deinen drei Nächten auf der Eisscholle. Wenn ich wiederkomme. Wenn du wiederkommst, ansonsten war es schön, dich gekannt zu haben. Vielleicht fahren wir ja auf demselben Schiff. Ich glaube, das lässt die Reederei nicht zu. Die sind jetzt schon ein bisschen panisch. Also. Ja.
Das wär's. Aber es hätte was. Es Ach, hätte Harald. Was, weißt du? Ja. Nach dem Motto, zum ersten Mal Kapitän gibt auf. Ja. Ja. Es ist auch schön, dich gekannt zu haben. Ich danke dir. Und wenn wir uns dann wiedersehen, erzählen wir uns gegenseitig. Gegenseitig. Und ich bringe dir den Beweis mit der Bandaufnahme, als wir uns geküsst haben. Tschüss. Nein! Harald? Ich habe so sauren Atem. Ich habe mir so eine Magen-Darm-Geschichte angefangen. Du küsst mich jetzt sofort, dann eben dahin. Sofort. Na süß, es geht. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist seit einem Jahr als Nina Ryan in der erfolgreichsten Soap der ARD zu sehen, Verbotene Liebe. Herzlich willkommen, Freya Trampert. Hallo. Nimm Platz. Ich nehme Platz. Sitze ich auch nicht auf Horst? Nee, Horst ist, glaube ich, jetzt mit Elke einen trinken gegangen. Ja, ja. Das ist okay. So ist es immer. Erst großer Knatsch und dann die Versöhnung hinter den Kulissen. Das ist in Ordnung. Ja? Du bist ja jemand, der schon sehr viel auf der Bühne gemacht hat, sehr viel Musical gemacht. Ja. Ja. Ist das eigentlich hauptsächlich deine Tätigkeit gewesen vor der Verbotenen Liebe oder mehr Schauspieler? Ja, also ich habe 7 Jahre in Hamburg sehr viel Musical gemacht, auch einige Komödien gespielt und zwischendurch ein bisschen ein paar Episodenrollen, aber nie Hauptrollen, weil ich das nicht konnte wegen Konventionalstrafen, die dann drohten, wenn du zu spät kommst. Ja. Also das heißt, du hast aber diese ganz umfassende Ausbildung als Musical-Tänzerin, als Sängerin, als Schauspielerin und so weiter. Wie sieht es aus in Deutschland? Man liest jetzt so viel, es geht pleite bei den Musicals. Ist das so oder läuft es doch noch besser? Also für Berlin trifft es, glaube ich, zu. Also das nimmt rapide ab. Aber ich glaube, in Hamburg... Ja. In Hamburg? Nee, in Hamburg, also Tivoli... Die Holly. Nee, die nicht. Nicht die größeren. Ich spreche echt von Kleinkunstbühnen wie Tivoli oder Schmitz oder... Aha, die laufen gut, Die laufen super gut. Hat man dich konkret bei Verbotene Liebe für diese Rolle angefragt, die du jetzt spielst? Nein, nicht. Was soll das zuerst sein? Ich sollte die schüchterne Geigerin, die Musikerin, die Verführerin der Männer sein. Aha. Und während des... Du stehst also da, ich war nicht in Frage. Ja. Hast du gegeigt? Nein, kann ich nicht. Aha. Ich habe auch nicht gefiedelt mit der Stimme, also das hätte ich noch gekonnt. Ja. Aber nee, und dann haben sie mich während des Castings immer mehr gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Frau zu küssen. Und ich sagte dann, eine Frau? Ich dachte, die schöne, stille Geigerin, wie kommt das jetzt? Ja, da hätten wir noch eine andere Rolle für dich. Aha. Und Gott sei Dank hat das mit Nina geklappt, weil die Geigerin, die ist nie wieder aufgetaucht. Da kann man mal sehen. Ja, Geigerin, das hat keine Zukunft. Nee, ja? Hast du jetzt einen Beruf in der Serie? Ja, ich arbeite im No Limit. Also in dieser Superkneipe. Geschäftsführerin. Das sind ja viele schon gewesen. Und, du hast es mit der Frau von Arno. Ja, mit der Erika Sander. Ja. Ihr lebt jetzt mittlerweile auch zusammen in der Serie? Mhm, in der Pension in der ehemaligen. Wie war das? War das für dich eine große Umstellung oder war das eine Rolle wie der andere? Habt ihr geübt? Habt ihr euch mal verabredet? Oder wie? Ja, wir haben geübt. Wir haben uns mit so einer kreativen Frauengruppe zusammengesetzt und darüber diskutiert, wie der Ernstfall aussehe. Und nach ein paar Kölsch haben wir es dann geschafft, zum praktischen Teil überzugehen. Und dann haben wir ein bisschen geübt. Und wie, in der Kneipe? Oder? Nein. Das darf ich ja jetzt nicht sagen. Doch, bitte, wo? Nein. Wo? Harald, bitte. Ja. In der Kneipe? In der Kneipe. Und ich wette, kein Mensch hat sich gewundert. Nicht wirklich hier in Köln. Also in Hamburg wäre ein Aufstand da gewesen, aber hier in Köln, liberales Köln. Das ist ja auch wirklich, es ist irgendwie immer noch... es ist immer noch irgendwas Besonderes, wenn ein lesbisches Paar in der Serie ist. Schwule Paare ohne Ende. Ich wundere mich darüber. Ich verstehe es nicht. Haben die das irgendwie mehr durchgeboxt hier oder? Die Schwulen? Ja. Schwer zu sagen. Das ist ja nicht nur, dass die schwul sind in den Rollen, sondern sie haben auch ein gesellschaftliches Anliegen damit. Und das ist... Ja, Nein, aber natürlich. Auch da läuft es besser scheinbar. Also das ist sehr viel offensiver. Ja, gut, da ist halt für den einen oder anderen Darsteller vielleicht die Umstellung nicht so groß wie jetzt für dich oder so, aber ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich schon irgendwie, es ist wahrscheinlich, am Freitag kommt übrigens Georg Uecker, ja, von der Lindenstraße und der hat das ja eigentlich so als erster mit durchgezogen und mit etabliert, also der redet darüber büchervoll, warum das so ist. Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch nicht spielen, irgendwie, doch, der spielt das ja. Ja, kennst du Georg Uecker nicht? Er ist doch der, Carsten Flöter. Ach, das hat mich gleich einen Anpfiff gekostet am Freitag. Carsten Flöter. Ja. Also das heißt, du spielst jetzt diese Rolle. Wie lange läuft der Vertrag? Bis Juni nächsten Jahres. Ja. Macht das Spaß, so eine Daily Soap?
die Rolle macht mir sehr viel Spaß, weil das eine Herausforderung ist. Weil es keine Krankenschwester mit Häubchen ist, sondern eben mal was anderes. Ja. Kommt vielleicht auch. Jetzt hast du vielleicht so ein Autor auf eine Idee gebracht. Moment mal. Oh nee, habe ich schon gespielt. Ja? Ja. Nö, da ist die Rolle eher die Erfüllung. Also das heißt, du würdest auch weitermachen, wenn man dir das anbietet und sagst dann nicht nach einem Jahr wieder aussteigen, nein, mal was anderes probieren? Das kann ich noch nicht sagen, weil ich vermisse Theater sehr. Also ich vermisse auch Live-Bühne und Singen und Tanzen. Also ja, ich kann das verstehen. Es ist was anderes, oder? Wenn man abends rauskommt, da sitzen 1000 Leute, haben sich eine Karte gekauft. Ja, sind extra im Vorverkauf. Nein, wirklich wahr. Es ist ein anderes Gefühl. Aber das können nur wir Älteren, die die Bühnenluft geatmet haben. 30. Schön, dass du auch so denkst, mein Kind. Obwohl du gar nicht mein Alter bist. Freier. Ja. Das ist auch der Name. Wie war Rita Barsche, oder? Freier. Oder Freier Barsche, altgermanischer. Freier Barsche. Freier. Ich drücke dir die Daumen. Auch den Kolleginnen und Kollegen, für Verbotene Liebe läuft ja so gut, das wird sicher weitergehen. Und wir werden das verfolgen, wenn du wirklich da in der Serie dich wieder verabschiedest, wo wir dich dann auf der Bühne sehen können. Ja? Okay. Schön, dass du heute bei uns warst. Danke dir. Toi, toi, toi. Okay. Freier Trampert, meine Damen und Herren. Dankeschön, bis morgen. Gute Nacht.